Die gegenwärtige gesellschaftliche Krise zeigt uns sehr deutlich, wenn Menschen sich bedroht fühlen, wenn sie ihr körperliches Leben in Gefahr sehen, sind sie bereit, alle ethisch-moralischen Werte über Bord zu werfen. Zuerst kommt das Überleben und dann die Moral, wenn es dann noch eine gibt. Die Kirche oder die Kirchen, ich will nicht zu arg verallgemeinern, aber die Tendenz ist eindeutig, wenn wir die beiden großen Kirchen nehmen. Die Kirche hat in diesem Sinne keine rühmliche Rolle bisher gespielt, seit diesen anderthalb Jahren. Sie ist staatstreu ergeben und folgt dem Narrativ der Obrigkeit, der irdischen Obrigkeit, welches so vorgegeben wird, wie wir es kennen. Da gibt es dann Schuldige und Unschuldige und die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte, die wir ja nur zu gut kennen, zeigt, dass hier eine im Ego-Stil ja extreme Übervereinfachung der Gesamtthematik einfach so vorgegeben wird. Das ist alles ganz einfach, das ist alles ganz klar, dass hier die Ungeimpften die Schuldigen sind, dass der Wirkstoff, der Impfstoff, ja der sogenannte, bei denen, die geimpft sind, nicht wirklich wirken kann. Ja, also es werden Menschen für eine Wirkung verantwortlich gemacht, eines Stoffes, die selber diesen Stoff nie genommen haben. Das ist schon alles etwas seltsam. Und hier habe ich jetzt mal bewusst diese kirchliche Stimme mit reingenommen, diesen katholischen Priester, der wirklich in sehr ruhiger, unaufgeregter Form einfach mal die Dinge auf den Punkt bringt. Ja, worum es hier geht. Es geht um eine Spaltung in der Gesellschaft und das sogenannte Sündenbockprinzip. Also eine Minderheit wird zum Sündenbock gemacht für das Elend der Mehrheit. Und nun wird der Sündenbock gejagt und das nimmt jetzt immer extremere Formen an. Ich werde im Lokal nicht mehr bedient, ich werde rauskomplimentiert, rausgeschmissen, ja, und darf gewisse Dinge nicht mehr machen, mich in bestimmten Bereichen nicht mehr bewegen. Man wird behandelt wie ein Aussätziger. Ich fühle mich gesund, ich bin soweit fit, ja, und habe nichts gegen Geimpfte oder Ungeimpfte, es ist alles wunderbar. Nur ich möchte die Impfung als solche nicht mitmachen. Und das ist meine eigene Verantwortung, für die ich einstehen muss. Ja. Und all das, nicht diese Eigenverantwortlichkeit und die Würde des Menschen, all das wird hier in Frage gestellt. Nach dem Motto, du musst jetzt machen, was Papa und Mama dir sagen, sprich der Staat, was hier vorgegeben wird, was als richtig und gut gesehen wird, ob das jetzt so stimmt oder nicht, darüber hast du nicht zu befinden. Du bist dumm, du hast keine Ahnung, du weißt gar nichts und du musst tun, was dir gesagt worden ist. Und diese Haltung geht einfach zu weit. Ja, wir merken das alle immer mehr, es stimmt etwas nicht. Wir sind nicht mehr im Gespräch miteinander, wir hören einander gar nicht mehr zu. Ich weiß, wenn Menschen Angst haben, ja, fällt das Denken schwer. Wer wirklich Angst um sein Leben hat, und das haben viele Menschen, und das kann ich nachvollziehen, dass das so ist, da ist völlig klar, diese Menschen, ja, können kaum noch eine Statistik lesen. Das wird dann alles ziemlich schwierig. Sie sind für logische Argumente gar nicht mehr offen, weil sie von Angst überflutet sind in ihrem Geist. Das ist einfach so. Und das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen, dass da ist überhaupt kein Vorwurf zu machen. Aber das Fatale ist eben, es führt dann zu Kurzschlussreaktionen. Und hier entsteht regelrecht das, was man eine Massenpsychose mittlerweile nennen kann. Seit Beginn dieser Krise wird nur Angst verbreitet durch die Politik. Besonders die Politiker, ja, sind diejenigen, die hier diese Angst verbreiten und schüren und immer wieder ja in ein Extrem übersteigern, dass man nur sagen kann, was soll das? Da müsste ja schon ein Viertel der deutschen Bevölkerung gestorben sein. Das ist aber nicht der Fall, Gott sei Dank nicht.
Also wo sind die vielen Toten? Was soll das Ganze? Die Statistiken geben das ja so nicht her. Und die Frage ist, wird hier alles sauber abgerechnet, so wie es abgerechnet werden müsste? Warum sind Obduktionen bei Verstorbenen ja nicht gern gesehen? Warum wird nicht sauber nachgefragt? Was ist hier los? Was passiert hier gerade? Und wenn wir es nun mal auf die christlich-ethischen Grundsätze reduzieren, ja, wir haben kein Recht, andere in der Gesellschaft auszuschließen. Ja, jede Minderheit pocht heute auf ihre Zugehörigkeit, auf gleiche Rechte und das ist gut so. Und hier haben wir es nicht mit einer Minderheit streng genommen zu tun, sondern es ist eine Minderheit, aber nicht in diesem Ausmaße. Ja, es geht ungefähr um ein Drittel der Gesellschaft. Ein Drittel, 25, 30, 33% sind nicht geimpft. Ja, und die wollen das nicht. Und da kann man nicht von einer zu vernachlässigenden Minderheit sprechen. Das geht so nicht. Ja, wir haben hier in der westlichen Rechtsprechung das Prinzip, dass die individuellen Rechte des Einzelnen ja ihre Gültigkeit behalten und geschützt sind, dass die Würde des Menschen nicht antastbar ist. Ja, sie darf nicht angetastet werden und kann auch nicht angetastet werden. Sie kann nicht aberkannt werden. Die Grundrechte können nicht aberkannt werden, das geht gar nicht. Aber es wird so getan, als wäre das möglich und man verhält sich so. Und das ist eine vergiftete Atmosphäre, die dabei herauskommt. Und im Extremfall, wenn die Waffen dann locker sitzen, haben wir irgendwann einen Bürgerkrieg. Das ist völlig klar. Darauf läuft es am Ende hinaus. Die Gefahr sehe ich zumindest. Es wird, wenn es jetzt zur Zwangsimpfung kommen sollte und Menschen abgeholt werden, ja, von der Polizei und auch Strafen verhängt werden, enorme, ja, finanzielle Belastungen den Bürgern auferlegt werden, die da nicht mitmachen bei der Impfung. Das wird zu enormen Spaltungen führen und auch zu Verzweiflungstaten. Es werden sich Menschen suizidieren, ja, selber umbringen, weil sie sagen, ich kann so nicht mehr leben. Was ich an Hilferufen täglich bekomme, immer wieder, ja, auch aus Kurskreisen, sage ich mal, Kursschülerkreisen, ja, die sich plötzlich jetzt mit einer Wirklichkeit konfrontiert sehen, die sie vor 2, 3 Jahren nie für möglich gehalten hätten. Das ist ganz enorm, was ich da zu hören bekomme. Die Spaltungen, die durch die Familien gehen, durch die ganze Gesellschaft, da wird nicht mehr miteinander gesprochen. Es ist gar nicht mehr möglich. Niemand hört dem anderen mehr zu. Ja, weil nur noch ein Wahnsinn hier abläuft geradezu. Und dieser Pfarrer hier hat es im Kern sehr ruhig in 2,5 Minuten ungefähr auf den Punkt gebracht. Deswegen hat mich das sehr berührt, dass endlich mal jemand hier einen Klartext redet und sagt, was ist eigentlich los mit unserem christlichen, menschlichen, ja, Selbstverständnis als Menschen hier. Was ist mit uns los? Wo sind wir gelandet? Was für ein Menschenbild haben wir hier? Sind wir nur Körper? Und wenn das körperliche Leben bedroht ist, ist alles erlaubt? Dann darf man alles tun, dann sind einzelne vogelfrei und man kann sie regelrecht jagen? Das ist ja das, was hier gerade auch von der Politik propagiert wird, wenn solche Aussagen kommen wie, naja, wir werden dann schon schauen, dass den Ungeimpften das Weihnachtsfest hier etwas ungemütlicher gestaltet wird. Ja? Das wird sehr ungemütlich für sie werden. Das sind hier Drohungen, das sind offene Drohungen von Terror. Das ist ein Terrorregime. Das sind faschistoide Tendenzen, eindeutig. Ja? Da muss ich nur mal hinhorchen, wie geredet wird. Hier werden Menschen ausgeschlossen, stigmatisiert, denunziert und gejagt am Ende. Man bürdet ihnen die Last eines Gesamtschicksals auf. Corona ist in der Welt, was wollen wir? Wir werden lernen, damit zu leben. Das müssen wir lernen mit diesem Virus, mit all diesen Unannehmlichkeiten in dieser Welt. Müssen wir doch leben, das ist doch nichts Neues. Bei der Grippe war das ja auch nie eine große Fragestellung. Man hat es ertragen. Und es starben jedes Jahr Tausende, viele Menschen. Und jetzt plötzlich ist alles anders? Ja, es ist eine Inszenierung. Es wird hier etwas künstlich verstärkt und in einen Bereich
geschoben, ja, wo regelrecht ja kriegerische Impulse ausgelebt werden sollen. Als müsste man jetzt die Bürger anstacheln, den Nachbarn zu denunzieren. Und er kriegt dann noch eine Belohnung dafür, wenn er dann sagt, er war im Garten und er hat keine Maske getragen und all solche Dinge. Oder hat er jemanden umarmt und die hatten keine Masken auf. Oder was auch immer dann kommen mag. Das ist doch verrückt. Wo sind wir gelandet? Aus Sicht der Geistesschulung, ja, bleibt hier festzuhalten. Denn wir wollen ja das Ganze verstehen. Was läuft hier ab? Wenn Menschen sich in ihrer körperlichen Existenz, ja, bedroht erleben, ja, als gefährdet erleben, dann neigen sie dazu, ja, in Angst und Panik zu geraten. Sie können nicht mehr klar denken, weil der körperliche Tod als solcher ja per se in unserer Gesellschaft ausgeklammert wird. Es darf ihn gar nicht geben. Ja, wenn man Mediziner fragt, hier darf nicht gestorben werden. Ja, die meisten Ärzte haben ein Problem mit dem Tod. Und die meisten Menschen generell sowieso. Ja, wir sind nicht im Einklang mit dieser Wirklichkeit, ja, die wir hier erleben. Wir werden geboren und wir tun viele Atemzüge und gehen immer in Richtung Tod. Das ist nichts Neues. Insofern kann man sich fragen, wozu die ganze Aufregung, ja? Wozu der ganze Lärm? Was soll das? Sterben werden sowieso alle. Ob ein bisschen früher oder später, es läuft auf selbe hinaus. Aber damit sind wir schon nicht im Einklang, die viele Menschen nicht. Und jetzt kommt eine reale Bedrohung, die vorher verdrängt worden ist. Und das kommt jetzt auf die Einzelnen zu. Und jetzt ist die Frage, habe ich ein Menschenbild, trage ich ein Menschenbild, ein Selbstverständnis in mir, ja, das gekoppelt ist an die Realität des reinen Geistes? Bin ich dort verankert? Das ist die spannende Frage. Und das sind die meisten Menschen nicht. Ja, egal was für einen Glauben jeder hat, sagen wir mal eine gewisse Grundgläubigkeit haben durchaus viele Menschen, aber sie ist saft- und kraftlos. Wenn es konkret wird, sind die Dinge schnell über Bord geschmissen. Dann ist da nichts zu finden oder zu wenig zu finden, das sehen wir jetzt. Wer ist schon im Einklang mit seinem Tod? Eine gute Frage. Ich hoffe, ich bin es und ich beschäftige mich viel damit und habe das seit meiner Kindheit und Jugend immer getan. Auf Friedhöfen war ich zu Hause. Ich habe mich immer mit dieser Thematik beschäftigt, weil ich sie als etwas Sagenhaftes, Faszinierendes und auch Ungeheuerliches empfand. Ich werde sterben. Was passiert dann? Ich habe Fragen gestellt und ich habe gesucht und gefunden auf meine Weise. Das ist die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen, dass er anfängt, Fragen zu stellen und wirklich sucht und dann auch am Ende findet. Denn jeder kann finden, die Antworten sind ja da. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Die geistige Welt, ob es sie denn gibt, ist für mich keine Frage. An die muss ich nicht glauben. Ich weiß, dass es sie gibt. Aber viele wissen das nicht. Und da wird es dann eng, da wird es dann schwierig. Und so wie hier jeder lebt, ja, wird er auch den Weg bis zum Ende gehen und entsprechend sterben. Wenn ich geistig verankert leben, zu leben gelernt habe, kann ich auch geistig verankert, ja, den Tod transzendieren. Diese Wirklichkeit des physischen Sterbens und Gehens, das ist für mich kein Problem. Ich habe mich damit ausgesöhnt. Insofern ist die Angst vor dem Tod für mich in diesem Sinne, was dieses Szenario hier angeht, kein Thema. Nicht wirklich. Es gab zwei Phasen, da kam das auf und dann habe ich gearbeitet geistig und meine Übungen gemacht und war wieder in der Mitte. Wir müssen lernen, uns in der Mitte, in der geistigen Mitte zu halten. Das ist unsere wirkliche Pflicht im spirituellsten Sinne. Dass wir hilfreich sind für andere, die Angst haben und ihnen zur Seite stehen. Das sehe ich als Aufgabe und auch Verpflichtung an, im wirklich christlich liebenden Sinne, dass ich mich um den Bruder kümmere, der in Angst fällt, ja, und verzweifelt ist. Aber das kann ich nur, wenn ich selber schon einen Weg gegangen bin
und wenn ich selber auf etwas Inneres zurückgreifen kann. Und das wird abgefragt. Und dafür haben wir diese Krise. Diese Krise ist wichtig. Sie ist ein großer Lehrmeister. Und es geht um die Frage, schauen wir da richtig hin, was hier abläuft, und haben wir uns mit dem Thema des Todes überhaupt schon ausgesöhnt? Denn wer sich damit ausgesöhnt hat, der kann ja ganz anders leben. Die Angst lässt nach. Die Angst verschwindet. Wir haben Vertrauen in das Leben selbst, das wir in uns tragen und sind. Aber nicht als körperliche Wesen, sondern als geistige Wesen. Wir sind geistige Wesen, wir sind die Kinder des Einen und Höchsten. Ja? Und ob wir das jetzt Gott nennen oder anders nennen, ist letztlich gleich. Das ewige, geistige Höchste. Wir sind Kinder dieser Sphäre. Und das weiß ich. Darüber muss ich nicht diskutieren. Das habe ich erlebt. Ich habe zu viele nicht körperliche Erfahrungen gehabt, transkörperliche, ja, als dass ich das leugnen könnte. Ich kann es nicht leugnen und will es nicht und stehe dazu. Und in diesem Sinne ist es auch mein gutes Recht zu sagen, was soll ich auf eine Impfung bauen, ja, die ich gar nicht brauche? Wozu? Und wenn meine letzte Stunde kommt, bin ich im Einklang damit und sei es heute, jetzt. Ich will im Frieden und Einklang damit sein. Das ist ein hoher Anspruch. Ich habe ihn. Wer einen anderen hat, mag den verfolgen. Das bleibt ihm unbenommen. Aber jeder muss da mit seinem Innersten, wie hier gesagt wurde in der Predigt, mit seinem Gewissen ins Reine kommen und muss dieser inneren Ebene allein folgen dürfen, so wie er das kann. Aber ich kann nicht von anderen verlangen, dass sie da irgendetwas ja tun sollen, nur weil ich meine, dass das das Richtige ist. Das darf jeder für sich finden. Jeder ist in diesem Sinne verantwortlich für sich selbst. Und diese Verantwortung wollen viele nicht übernehmen. Die wollen Mama und Papa haben, die ihnen sagen, wie es jetzt zu laufen hat. Und wir müssen mal erwachsen werden. Das steht eigentlich an. Und spirituelles Erwachsenwerden heißt, sich um die Verbindung bemühen, um die Verbindung im eigenen Geist ringen zur geistigen Welt, zum Höchsten in uns. Es muss alles ja durchgearbeitet werden und hinterfragt werden und dann kommen wir weiter. Wenn ein Mensch also einen anderen verfolgt und auf ihn ja seine ungelösten Dinge projiziert und ihn dafür verantwortlich macht, ja, dann ist das eine Verzweiflungstat. Das geschieht aus purer Verzweiflung. Dafür habe ich sogar noch Mitgefühl. Absolut. Und insofern wollen wir das mal nicht persönlich nehmen, wenn wir hier als vielleicht Ungeimpfte beschimpft werden. Die Menschen können nicht anders. Sie sind wirklich verzweifelt. Das muss man sich immer mal wieder klar machen. Ja, wenn man in dieser Frage keine Angst hat, und ist es umso schwerer, sich klarzumachen, dass andere aber sehr viel Angst haben. Und dieses Verständnis, das sollten wir doch haben, dass wir uns da hineinversetzen können. Auf jeden Fall. Ich kann jedem seinen Glauben und seine Überzeugung lassen. Jeder glaubt hier an irgendetwas. Wie tragfähig dieser Glaube ist und was seine Früchte sind in der äußeren Welt, zu welchen Handlungen und Taten und Aussagen sie dann führen, das sieht man im Einzelfall. Das darf alles so sein. Ich kümmere mich ja um meine eigene Verantwortlichkeit ja, in Bezug auf mein Innerstes, in Bezug auf mein Leben und meinen Körper. Und das muss ich auch tun, das kann ich nicht abgeben an andere. Kein Arzt, er ist verpflichtet, mir zu garantieren, dass ich hier 100 Jahre alt werde bei bester Gesundheit. Das wäre ja verrückt. Das kann ja so nicht funktionieren. Dafür werde ich selber was tun müssen, wenn ich das möchte. Fertig. Und ob es mein Schicksal ist, dass ich 100 werde, das ist noch eine ganz andere Frage. Das ist, ja, wir müssen einfach da mal auf den Teppich kommen, auf den Boden kommen und erwachsen werden. Wir können hier nicht wie die kleinen Kinder unterm Weihnachtsbaum sitzen und rumschreien, ich hätte es gern anders, ich hätte gern dies, ich hätte gern das. So läuft das ja nicht. Das ist ja Unsinn. Spirituell erwachsen zu werden, heißt, die volle Verantwortung zu übernehmen für mein Denken, Fühlen, Spüren, Handeln und das, was ich erlebe.
dass ich sage, ja, das gehört auch zu mir. Auch diese Krankheit vielleicht jetzt. Auch, dass ich vielleicht Corona durchmache. Ja, und dann gehe ich da durch und tue das Sinnvolle. Alternative Methoden, was auch immer. Und ich kenne Leute, die sind so durchgegangen. Und die haben heute eine wunderbare Immunisierung. Die haben Antikörper vom Feinsten. Da kann ich doch nur gratulieren. Das ist ja auch ein Weg. Das natürliche Immunsystem, gibt es das etwa nicht mehr? Hat das niemand? Warum wird das nicht beachtet? Das sind für mich offene Fragen. Ich werde mich um mich selbst gut kümmern. Und um die, die mir anvertraut sind, wie auch immer das ist. Aber meine Kinder sind nun auch groß und meine Enkel, da habe ich keinen Zugriff. Da kann ich nicht viel machen. Das muss seinen Gang gehen. Das entscheiden dann deren Eltern. Und das respektiere ich auch. Und damit kann ich leben, egal wie die Sache ausgeht. Ein Restrisiko bleibt hier immer. Das ist ganz klar. Aber im höchsten Sinne gibt es kein Risiko. Denn wir sind in Gott. Wir sind im Höchsten jetzt. Und die Frage ist, wissen wir das schon? Und kann dieses Wissen, darf es jetzt abgefragt werden, dass wir ganz ruhig bleiben angesichts der Stürme, ja dieses Orkans, der durch die Welt fegt? Und wo zum Schluss unter Umständen wirklich sehr unangenehme Dinge bei rauskommen. Halten wir das aus? Na, ich hoffe doch. Es sind alles Bilder im träumenden Geist. Ich bleibe dabei. Es geht alles vorbei. Es hat Anfang, Höhepunkt und Ende. Jeder Krieg endet irgendwann. Und am Ende ist Stille. Man mag sagen Totenstille. Aber die Toten leben. Sie stehen auf und gehen weiter, geistig. Und ich wünsche allen Frieden. Denen, die noch im Körper weilen und denen, die schon diese Grenze überschritten haben. Ich wünsche allen innersten, glücklichsten Frieden, auf dass wir einander begegnen und vereint sind im Geiste Gottes.